Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time Party. Wir versuchen die Kiste hier noch zu bekommen. Bekommen wir nicht. Passt. Gehen wir wieder raus. Also, uns fehlen jetzt nicht mehr allzu viele. Vielleicht schenken wir jetzt wirklich einen Check schnell einen Apfel und einen Toad in der Angel. Und dann sollten schon mal zwei mehr von meiner Liste gestrichen sein. Es fehlt so wenig noch. Ist das Mali? Wer ist das da vorne? Das ist kein Mali. Nein, das ist so ein komischer Bewohner. Das sieht aus wie dieser Sand. Ich glaube, das ist der mit der Sonnenbrille. Der, der sich besonders gut vorkommt. Nein, das ist einfach nur ein Passagier auf den Namen. Ich weiß nicht, warum manche Namen haben und manche nicht. Das ist auch ganz interessant. Was gibt es eigentlich hier vorne? Sind das die Spinnen, die es hier gibt? Ah, nee, das sind Krabben. Ja. Papa Bär, den wir da drüben sehen, der ist schon voll seit gestern. Also uns fehlt jetzt wirklich nur noch ein Bruchteil. Und ich möchte mal wissen, ob das irgendjemand auch genauso gemacht hat wie ich und wirklich mit jedem 100% Freundschaft hat. Außer mit Adi, da waren wir ein bisschen zu spät. Also. Ach ja, haben es alle wieder schön gegessen. Das sehe ich hier schon. So, dann können wir wieder was Neues herstellen. Hier ist eine Herbstpuppe, mach einfach. Einmal hier bitte alles hin. Ja. Okay, da habe ich wieder was zum Verkaufen. Ich habe jetzt hier so meine Verkaufsbox. Und dann habe ich noch ein Relikt. Relikt 2. So. Dann Ableiter bei mal nur ganz kurz Angel für den Todi. Dann suchen wir die beiden mal. Einmal einen Check und einmal den Toadie. May ist uns ja aufgestiegen, die ist jetzt 100. So, der hängt immer eigentlich bei seiner Schwester da unten ab. Genau, ich wollte mal zu Albert gehen, weil da irgendwie mal was in seinem Haus war. Wollte ich mal hinschauen. Na, rennt wie so ein Verrückter da rein. Wo ist denn der Toadie? Auf der Sternlichtinsel? Nee, die ist gerade da unten. Okay. Aber wo ist der Check? Check, check, check. Wo ist er denn? Keine Ahnung, wo der sich rumtreibt. Ich habe mich noch nie mit Check befasst. Da ist Molly. Ach, da ist Check am Marktplatz. Für Blinde. Er ist am Marktplatz. Ja. Na, zu Albert rein wollte ich dann später mal schauen. Da rennt die Mörder. Ich weiß auch nicht, warum Martha was mit Check macht und nicht mit ihrem Sohn. Das ist halt auch fraglich. Okay, du kriegst einen Apfel von mir. Und damit ist auch der gute Check BFF. Wo habe ich denn Check? Check ist checked. So, jetzt brauchen wir noch einen Toadie, der gerade unterwegs da ist. Wollte ich mal kurz in Albert ins Haus schauen, was da war. Ist irgendwie, als wenn da jemand wohnen würde, wo er irgendwie heimlich eine Prostituierte oder so versteckt. Hey, QQ, mein Kind bin ich auch noch. Aber ich sehe jetzt mal Kiku und die anderen, die Katzen nicht so alles wichtig. Wo wohnt hier nochmal Albert? War der jetzt hier? Haus. Na, Haus ist eine wunderschöne Beschreibung, wer da jetzt wohnt. Es könnte jeder hier wohnen. Nein, einfach jeder. Haus. Tschüss, Haus. Ich kann ja mal schauen, ob ich wieder irgendwo einen Punkt sehe, dass wir den besuchen können. Hier oben ist einer. Hier so ein Hinternhaus. Ich habe keine Ahnung, wem das Haus gehört. Alberts Zuhause. Okay. Da wohnt also Albert. Und was haben wir hier in Alberts Haus? Das hier irgendwie. Was? Albert Junior? Kind von Albert und Sonja. Warte mal. Was? Warum? Erstens, warum lassen die ihr Kind hier allein? Und zweitens, warum haben die ein Kind und er trifft sich immer noch mit einer anderen? Und warum ist gar keiner zu Hause? Albert Junior, der Arme. Der kann bei meinen Kindern aufwachsen. Der Arme. Ja, mein Fernseher wird sich ausschalten. Nein, das machst du bitte nicht. Doch, jetzt hätte ich aus Versehen auf den Ausschaltknopf kommen können. Von 5 Knöpfen hätte ich jetzt auf den Ausschaltknopf kommen. Ja,
Hey, für dich habe ich noch was gefunden. Also du hast es geerntet, aber du hast es ziemlich gleich wieder genommen. Hier hast du Kopfsalat. Ich hoffe, du kommst gut durch den Winter mit den Pflanzen. Ah, cool, das ist ja schon... eine Sophie. Gut, jetzt wollte ich Toadi finden. Wo ist denn der gute Toadi? Ist inzwischen hier angekommen. Ja, da ist er. Interessant, also das sind wirklich die schlechtesten Eltern der Welt, glaube ich. Albert Junior, ja. Auch kreativer Name. Er ist immer noch Albert. Das ist halt nichts, wie man Kinder eigentlich nennt. So hast du halt dein Kind im Mittelalter mal genannt. War halt jetzt nicht mehr. So, dann kriegst du eine Angel. Und damit ist auch Toadi BFF. Nice. So, wo ist der Albert? Ich wollte mal ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Die ganze schöne... Okay. Ja, er redet über Mädchen, natürlich. Er hat ein fucking Kind zu Hause und die beiden hängen hier ab. Das Freundschaftsschild-Dings ist wirklich toll aus. Hat hier jemand Strandausflug gesagt? Ja, hm. Sagst du was? Okay, ja, die erwähnen einfach ihr Kind nicht. Dann gehen wir mal nach Hause. Haben wir heute nichts anderes mehr vor. Räumen wir noch schnell unsere Sachen auf und dann hören wir für heute wieder auf. Ja, cool. Was für ein interessanter Hochzeitstag. Ich denke, Emily hat sich wirklich über den Dünger gefreut. So, was haben wir da für einen Müll drin? Ah, noch mehr. Baumwolle und Chilisamen. Und ganz viel Leinen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich habe keine... Ach, ich habe diese Shisho-Samen angepflanzt, gell? Ah, okay, ich habe schon wieder ganz viel Samen für dich. Du hast irgendwie wohl gerade geerntet. Hier einmal... Wann sind die hier anzusehen? Im Herbst. Die hier sind... Aber ist wieder Frühling. Das ist alle und hier geht es dann mit Frühling raus. Okay, ja. Ich muss den ernsthaft noch ein bisschen, glaube ich, an Sachen kaufen. Ansonsten... Kommt der mir nicht über den Winter und seid mir noch irgendwie Kacke im Winter an. Was brauchen wir dann mal wieder? Dünger haben wir jetzt, glaube ich, genügend. Pigmente habe ich eigentlich auch gut. Ich habe von allen irgendwie genügend. Ich kann mal wieder Zement herstellen. Ich glaube, da habe ich heute ein bisschen was verbraucht. 4 Tage. Brauche ich da irgendwas? Oh mein Gott, ich habe Bronzerohre verbraucht. Stellen wir mal noch mal welche her. Zur Vorsicht. Ey, jetzt hat er mir nochmal Samen gegeben, ernsthaft. Ich glaube, Ack macht heute großen Erntetag. Okay, Carbonstahlbahn. Mach einfach nochmal welche. So, der kann ruhig auslaufen. Ich brauche nämlich eigentlich ein Blei und Steinziegel. Haben wir dann nicht auch mehr als genug? Ja, kannst du mir auch auslaufen, das juckt mich nicht. Ach ja, Faserstoffe. Das ewige Leid an Faserstoffen. Rennt Ack hier noch rum? Nee, der ist schon angegangen. Jetzt hätte ich den hier wieder so ein Trüm in die Hand gedruckt. So, dann machen wir gleich noch eine Herbstpuppe. So. Wow. Dann gehen wir mal rein. Ich muss meine Kinder heute noch füttern, das habe ich voll vergessen. Meine Kinder müssen noch gefüttert werden. Ja, Hund, will ruhig. Ich muss mal kurz zu meinen Kindern. Ich weiß, die sind noch nicht im Bett. Scheiße, das ist schon mal im Bett und das andere auch. Kann ich nicht... Wenn ich das jetzt hier hinstelle, ja, dann kommt die Hornklinge heran. So weckt man also Kinder. Man stellt einfach das Bett unter ihnen um und dann krabbeln sie hinterher. So, wir müssen es wieder da hinstellen, weil ich habe hier da extra so ein süßes kleines Dings gebaut. Okay. Und dann für dich dasselbe. Obwohl das bei dir dann nicht einfach stehen kann, weil du bist mir eigentlich voll egal. Ich wollte nur ein Kind. Emily wollte unbedingt noch ein zweites. Du bist auch hier der ungeliebte Sohn. Du bist das schwarze Schaf in der Familie. Ihr habt zwar beide grüne Haare, aber du bist das schwarze Schaf. Das ist ja auch einfach mir wunderschön gelungen. Oh
Meine Wohnung ist einfach die schönste Wohnung der Welt, eindeutig. Ich kann mir keine wunderschönere Wohnung vorstellen als diese. Okay, dann gehe ich jetzt mal schlafen und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn es weitergeht. Bye, Metamorphia. Bis dahin. Tschüss.